Guten Tag Forever. Wir befinden uns hier in unserer Location in Frauenfeld. Das ist unser Schulungsraum, der jetzt leider, ja, wie ihr sehen könnt, leer ist wegen der Covid-19-Maßnahmen. Und deshalb befinde ich mich hier für ein Interview mit Tanja Weber. Hallo Tanja, schön, dass du gekommen bist. Hallo Florian, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne, Tanja. Tanja, ich habe mich mal informiert, was du so Schönes machst, und ich habe gelesen, du hast viel zu tun mit Pferden. Genau, und, ja. Und mit Menschen auch, und das hört sich eigentlich alles sehr spannend nach einem faszinierenden Job. Ist es auch, absolut. Also ich habe mit 6 Jahren begonnen zu reiten. Das war meine absolute, oder ist meine absolute Leidenschaft. Und ich komme aus einer Unternehmerfamilie, deshalb war es für mich auch klar, selbst den Weg der klassischen Selbstständigkeit einzuschlagen. Und ja, bin jetzt seit 8 Jahren selbstständig unterwegs als Pferdefachfrau. Das hört sich faszinierend an, Kontakt mit der Natur, mit wunderschönen Tieren wie Pferde. Ist es auch mit Stress verbunden? Sehr viel Stress, ja. Das ist so die Tagesordnung. Also ich sage es einfach mal so, ich arbeite oder habe zwischen 10 bis 17 Stunden am Tag gearbeitet, an 6 bis 7 Tage in der Woche. Und da blieb nicht viel Zeit für mich oder meine eigenen Tiere, Familie, Freunde oder auch Urlaub. Das war gar nicht möglich oder fast gar nicht möglich. Als du das erste Mal etwas von Forever gehört hast, die Möglichkeit, mit Forever ein Geschäft aufzubauen, wie war deine erste Reaktion? Ich fand es spannend, konnte es mir aber für mich überhaupt nicht vorstellen. Ich habe ja Forever durch eine Reitschülerin von mir kennengelernt und habe ihren Lifestyle so ein bisschen miterlebt, weil ich mit ihrem Pferd sehr intensiv gearbeitet habe. Und es war einfach, ich fand es unheimlich interessant und auch die Möglichkeiten dahinter, weil ich ja gesehen habe, was alles möglich ist. Aber ob das für mich als Pferdefachfrau so möglich ist, vor allem weil ich so viel gearbeitet habe, war ich ja auch nicht motiviert, um mehr zu arbeiten. Trotzdem wollte ich es aber mal ausprobieren, um nichts zu verlieren. Also einfach mal zu sehen, ob es vielleicht auch für mich etwas sein könnte. Bedeutet also, zusätzlich zu den 17 Stunden, die du schon gemacht hast, hast du dann mit Forever noch begonnen? Genau, weil ich einfach gedacht habe, wenn es eine Möglichkeit gibt, etwas weniger zu arbeiten, weil ich bin ja noch jung und mein Ziel irgendwann ist es auch mal Familie haben zu können, und ich wollte nie von einem Mann abhängig sein. Und ich wusste, mehr verdienen geht einfach nicht, weil mehr als 17 Stunden kann man nicht arbeiten, auch nicht mehr als 7 Tage die Woche, leider. Und ich habe einfach gedacht, wenn es möglich ist, mit Forever einen Teil auszugleichen, dass ich etwas weniger arbeiten kann in meinem Hauptjob und das Geld aber trotzdem vermehren kann durch Forever. Diese Möglichkeit wollte ich nicht ausschlagen und wollte es deshalb auch mal probieren. Wie war dein Start mit Forever überhaupt? Kam es dir irgendwie, war es einfach, Kontakte mit den Menschen aufzunehmen, die Produkte ins Spiel zu bringen? Ich sag mal nein, weil ich die Produkte schon probiert habe. Ich habe das Clean 9 gemacht, war absolut begeistert davon und habe die Produkte ganz natürlich einfach weitergegeben. Also ich habe vielen Kunden, die ich schon hatte vom Bereiterservice, konnte ich diese Produkte einfach geben, weil sie mich gefragt haben. Die haben gemerkt, es geht mir viel besser, ich fühle mich viel besser, und ich habe das ausgestrahlt. Und war absolut begeistert auch von dieser Möglichkeit und habe das einfach so in die Welt hinausgetragen. Und ja, das war ziemlich ansteckend für die Leute, weil ich sehr, sehr begeistert war. Bedeutet also, du hast deinen existierenden Job genutzt, die ganzen Beziehungen, die du hattest, um die Forever-Produkte ins Spiel zu bringen. Genau, genau. Ich habe dir die sogenannte Hebelfunktion genutzt. Ich konnte meine Kunden noch mehr zeigen, und auch für die Pferde. Ich habe gemerkt, dass viele Produkte, die wir haben, auch für Pferde oder allgemein für Tiere sehr, sehr gut sind. Ich habe super gute Erfahrungen gemacht damit, und da waren die Leute natürlich hellhörig. Gut, dann hast du diese Erfahrung gemacht, und wann hast du gemerkt, hey, das funktioniert, ich verdiene Geld, ich habe nicht so viel Stress. Wie kam das alles? Also wirklich schon nach einem halben Jahr. Also das ging ziemlich schnell. Ich habe nach einem halben Jahr schon halb so viel verdient wie in meinem Hauptjob mit
5 bis 10 Stunden die Woche mit Forever. Und da habe ich echt gemerkt, hey, da ist so viel mehr möglich und das ist auch möglich mit wenig Zeiteinsatz. Und deshalb habe ich dann begonnen, meine Selbstständigkeit etwas runterzufahren und Forever habe ich begonnen zu pushen. Und das habe ich dann so weitergezogen und jetzt mittlerweile, also ich hätte nie gedacht, dass das so kommen würde, aber ich bin mittlerweile echt hauptberuflich mit Forever unterwegs. Und das nicht, weil ich meine Leidenschaft aufhören wollte, aber ich merke, ich habe heute viel, viel mehr Zeit für Forever, für mich und für die Pferde, was mir ja immer sehr wichtig war. Also bei mir steht immer das Tier im Vordergrund und ich hatte einfach keine Zeit mehr für das Tier an und für sich, sondern es musste ja dann immer sehr schnell gehen und davon wollte ich wegkommen. Denn mit Tieren Geld zu verdienen ist etwas sehr Schönes, aber halt auch ziemlich hart, weil man einfach auch Abstriche machen muss, damit man überhaupt überleben kann. Ich vermute auch, wenn man so einen Job hat mit Tieren, gibt es auch sehr viele Fixkosten, die man hat. Natürlich. Und vor allem in einer Zeit wie Covid-19, wo viele Menschen dann wahrscheinlich auch keine Möglichkeit mehr hatten, oder? Sich zu leisten, dass du kommst und dich mit ihren Pferden beschäftigt, das war sicherlich auch für dich eine harte Zeit, denke ich. Absolut. Also ich bin froh, habe ich im Ende 2019 die Entscheidung getroffen, hauptberuflich auf Forever umzusatteln, weil ich habe mit ganz, ganz vielen Kunden vom Bereiterservice gesprochen. Die mussten den Beritt komplett einstellen. Beritt hätte ich ja noch machen dürfen, aber die meisten konnten sich das gar nicht mehr leisten und Reitstunden durfte ich ja sowieso nicht mehr geben. Und das wäre echt hart gewesen für mich, weil ich sehr, sehr hohe Fixkosten habe. Also ich habe oftmals im Bereiterservice zwischen 10.000 bis 11.000 Franken verdient, aber davon Hauptgewinn war vielleicht 3.000, 4.000 Franken. Also nicht so wahnsinnig viel für das, dass ich 17 Stunden am Tag gearbeitet habe. Und wohlverstanden, so viel verdient habe ich ja nur, wenn ich wirklich 17 Stunden gearbeitet habe. Wenn ich das nicht gemacht habe, waren es vielleicht noch 1.000, 2.000 Franken, die ich für mich nutzen konnte. Und das, ja, ich habe ja noch ein eigenes Pferd und da ging das dann natürlich gleich wieder raus. Bedeutet also, du hattest wahnsinnige hohe Kosten und auf der anderen Seite musstest du arbeiten, weil wenn du nicht gearbeitet hättest, hättest du kein Einkommen generiert. Bedeutet, Urlaub wahrscheinlich war für dich ein Wort, was du gar nicht kanntest, oder? Ja, etwas so. Also ich habe in meiner 8-jährigen Selbstständigkeit als Pferdefachfrau bin ich 2-mal in Urlaub gegangen. Einmal, da war ich noch sehr jung, wurde das von meinen Eltern finanziert, weil sie sagten, Sohn, du musst jetzt mal raus. Und einmal bin ich dann tatsächlich mit meinem damaligen Partner weggegangen. Aber das war für mich natürlich immenses Geld. Also er hat mich damals eingeladen für den Geburtstag. Und ich musste aber selbst die Stallkosten und alles ja noch decken in dieser Zeit. Also auch wenn ich die Reise bezahlt gekriegt habe, musste ich doch etwa 1.000 bis 1.500 Franken investieren, damit ich überhaupt weg konnte. Und Lohn habe ich ja in dieser Zeit dann auch nicht gekriegt. Das ist sicherlich anders bei Forever, oder? Du hast de facto keine Kosten. Ja, also mit Forever habe ich jetzt das Gefühl, ich bin ständig auf Reisen, immer irgendwie unterwegs und oftmals ja auch bezahlt, was unglaublich schön ist. Und ich habe keine Fixkosten mehr. Also ich kann wirklich, wenn ich weggehe, bin ich weg und das Geschäft läuft ja weiter. Und egal wo ich bin, also ich war ja letztes Jahr in Amerika mit Forever. Und ich konnte auch da arbeiten. Und das ist unglaublich schön, also dass wenn ich irgendwo mal am Strand bin und eine Stunde einfach Zeit habe, dass ich dann ganz natürlich arbeiten kann, ohne dass ich das Gefühl habe, boah, jetzt muss ich ins Büro und jetzt muss ich weiß ich was machen dafür, sondern das passiert einfach auch unterwegs immer. Also eine sehr positive Erfahrung scheint mir. Ja, sehr, sehr, absolut. Und vielleicht erlebst du jetzt deine Leidenschaft für die Pferde in einer vollkommen anderen Art und Weise, oder? Ich fühle mich wieder etwas zurückversetzt in die Jugendzeit, als ich noch zur Schule gegangen bin, weil da hat mein Herz absolut nur für die Tierwelt und für die Pferde geschlagen. Und ich merke heute, dass diese Leidenschaft, dieses Feuer wieder da ist. Und ich halt einfach wirklich die Zeit auch habe. Also ich kann jetzt, anstatt dass ich eine Stunde Zeit habe für mein Pferd, kann ich 3-4 Stunden am Tag nutzen für mein eigenes Pferd und kann da wirklich meine absolute Leidenschaft wieder leben. Ich habe auch wieder Zeit, um in den Sport zu gehen. Ich war lange sehr aktiv im Sport mit den Pferden und das konnte ich jetzt lange gar nicht mehr richtig ausüben. Und jetzt habe ich die Zeit wieder dafür.
und arbeite massiv weniger als früher und verdiene aber gleich viel. Das ist schon enorm. Mit welche Menschen versuchen mit dir in Kontakt zu kommen, wenn es über das Thema Forever geht? Natürlich schon die Tierwelt, alle, die irgendwie mit Tieren zu tun haben und natürlich auch mit Pferden. Ich glaube, es ist grundsätzlich eine spannende Möglichkeit für alle, die selbstständig sind, für alle, die sehr viel arbeiten und aber auch Tiere haben, weil wir alle Tierbesitzer wollen Zeit haben für ihre Tiere. Und ich finde, es gibt nichts Schöneres, wenn der Hund den ganzen Tag bei einem sein kann und man auch, wenn es so heiß ist wie jetzt zum Beispiel, an den See gehen kann und vielleicht auch von da arbeiten kann. Oder im Winter nicht im Dunkeln mit dem Pferd raus muss. Das müssen ja alle, die normal klassisch angestellt sind. Und ich habe die Möglichkeit, einfach dann zu gehen, wenn es heiß ist am Morgen. Und wenn es nicht so heiß ist, dann kann ich nachmittags gehen, so wie es für mich eben gerade in den Zeitplan passt. Das bedeutet, wer gerade jetzt dieses Video anguckt von deinem Interview, alle Tierliebhaber, sage ich mal, die können sich dann bei dir melden, aber sicherlich nicht nur Tierliebhaber, sondern auch allgemein. Und du wärst gerne bereit, ihnen deine Ideen, deine Empfehlungen zu geben, wie man Forever, so wie du es gemacht hast, im Prinzip etwas selbstständig aufzubauen. Natürlich. Also für mich war es schon immer ganz wichtig, und das wusste ich schon, seit ich ein ganz kleines Mädchen bin, dass ich einfach etwas erreichen möchte im Leben. Ich möchte was aufbauen, ich möchte was Eigenes haben und nicht einfach Zeit gegen Geld tauschen und nicht einfach nur arbeiten gehen, bis ich 60 bin und für irgendjemand arbeiten gehen. Ich wollte immer irgendetwas Eigenes machen und erfolgreich sein darin und etwas machen, für das ich brenne. Und ich glaube, ganz egal, ob Tiermensch oder Nicht-Tiermensch oder Angestellte oder Selbstständige, wenn man dieses Feuer in sich spürt und etwas machen möchte, ich glaube, dann kann das der richtige Partner oder die richtige Partnerin sein für dieses Geschäft. Tja, das war's für unser Interview. Eine faszinierende Geschichte, die von Tanja Weber. Und das war's aus unserer Zentrale hier in Frauenfeld. Tschüss! Tschüss!